Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder ein Fehlkäuf- und Favoriten-Video in der Aufgebraucht-Edition für euch. Es sind tatsächlich schon wieder 20 Produkte geworden, die ich aufgebraucht habe und die ich euch jetzt natürlich alle gerne zeigen möchte und kurz und knackig reviewen möchte. Außerdem gibt es hier wie immer meine Videofrage an euch. Ich freue mich sehr auf eure Antworten und würde sagen, wir starten direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit dem Trockenshampoo hier von Batiste. Das ist der mit Abstand mein liebstes Trockenshampoo und ihr solltet es auch schon kennen. Ich habe es nämlich schon sehr oft gezeigt. Das ist die Rose Gold Variante und ich finde, dass sie zum einen vom Design her schon super überzeugt, dann vom Effekt her und vom Geruch her. Also es sind wirklich drei Komponenten, die mir sehr zusagen. Das Produkt macht die Haare wirklich schön frisch, schön voluminös, schön griffig. Außerdem riecht dieses Produkt so gut. Also richtig schön süßlich und elegant und es ist auch ein Geruch, der sehr, sehr lange in den Haaren bleibt. Man braucht eigentlich gar kein Parfüm mehr, wenn man dieses Produkt benutzt. Als nächstes habe ich hier von Naturebox dieses Shampoo aufgebraucht. Das ist ein Shampoo mit Mandelöl, was für schwereloses Volumen und Fülle sorgen soll. Ja, es ist frei von Sulfaten, von Silikon und von Parabenen und ist außerdem vegan. Ich habe es eigentlich ganz gerne gemocht. Es hat die Haare frisch gemacht. Es hat den Ansatz jetzt nicht unbedingt voluminös gemacht. Ich würde sagen, er wirkte etwas frischer als sonst und einfach etwas fluffiger sozusagen. Aber meine Haare sind mit diesem Produkt etwas schneller nachgefettet als mit anderen Produkten. Deshalb habe ich es dann Willi gegeben. Der ist aber übrigens sehr überzeugt davon gewesen. Ich habe ihm zwischendurch dann mal ein anderes Shampoo gegeben und da ist er dann schnell auf dieses hier wieder zurückgekommen. Er fand nämlich, dass das Produkt es geschafft hat, dass die Haare nicht so schnell nachfetten tatsächlich. Als nächstes habe ich hier die Beauty Hair Bunnies wieder aufgebraucht. Vielleicht kennt ihr die auch schon von mir. Das sind Haarvitamine. Insgesamt 60 Stück sind hier drin. Die sind auch komplett vegan, tierversuchsfrei, sojafrei und glutenfrei. Genau. Und diese Haarvitamine sollen eben bewirken, dass die Haut schöner aussieht, auch strahlender aussieht, dass die Nägel besser nachwachsen und auch die Haare vor allem stärker und schneller nachwachsen. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Ich zeige euch auch noch mal kurz, wie die aussehen, diese Gummibärchen sozusagen. So sieht das Ganze nämlich aus. Ich habe hier schon wieder die nächste Packung in Verwendung und ihr seht, das sind einfach blaue kleine Gummihasen sozusagen. Die schmecken wirklich so gut. Also man soll ja nur 2 Stück pro Tag essen und ich finde, es fällt wirklich schwer, weil die einfach super, super, super lecker sind. Das hier ist übrigens auch die verbesserte Variante. Also ich habe euch vor einigen Monaten bereits die Haarvitamine gezeigt und die wurden jetzt nochmal überarbeitet, haben auch eine andere Farbe bekommen, wie ihr seht. Ich kann euch nur raten, diese Haarvitamine wirklich regelmäßig durchzunehmen und das auch wirklich zu verinnerlichen, dass ihr das jeden Tag macht. Vor einigen Monaten habe ich euch gesagt, dass ich es als erstes an den Nägeln gemerkt habe. Jetzt kann ich euch sagen, dass ich es tatsächlich am meisten an meiner Haut merke. Ich bin gerade wirklich sowas von im Stress und meine Haut reagiert da immer ganz, ganz stark drauf. Also sobald ich Stress habe, zeigt mir das auch meine Haut. Also das sieht man an meiner Haut dann auch an. Ich bekomme ganz viele Unreinheiten und mit diesen Haarvitaminen ist das wirklich so viel besser geworden. Also klar habe ich noch kleine Unreinheiten jetzt in dieser Stressphase, aber es ist wirklich nicht zu vergleichen mit sonst. Außerdem muss ich dazu sagen, dass man auch wirklich merkt, dass die Haare etwas schneller wachsen. Sie sind auch jetzt schon wieder wirklich lang. Ich merke es natürlich bei mir auch immer sehr stark, weil ich ja Balayage habe und da sieht man das immer ganz gut, wie schnell die Haare so wachsen und wie schnell die Farbe auch schon wieder rausgewachsen ist. Die Nägel fühlen sich einfach wirklich ein bisschen härter an. Ich bin wirklich, wirklich überzeugt davon und ich glaube, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist das 3-Monate-Paket und das 6-Monate-Paket im Angebot. Das sind übrigens auch die am meisten empfohlenen Pakete, dadurch, dass es auch noch so eine Haarbürste dazu gibt. Außerdem habe ich hier von Essence diese Tinted Day Cream aufgebraucht und ich habe die euch tatsächlich auch schon in einigen Videos gezeigt, war mir aber eigentlich immer gar nicht so sicher, was ich eigentlich davon halten soll. Und jetzt im Sommer habe ich die wirklich täglich benutzt. Ich dachte ja erst, dass ich da sehr stark mit Pickeln drauf reagiere. Sie ist zwar recht dunkel, gerade für sehr helle Hauttypen ist es wahrscheinlich leider nichts, aber sie macht das Hautbild einfach wirklich sehr ebenmäßig. Die mattiert die Haut auch ganz gut. Die Tagescreme bleibt auch wirklich lange auf der Haut haften. Also nachdem ich die jetzt so lange und so häufig auch
verwendet habe und vor allem auch so regelmäßig, muss ich sagen, hat sich mein Bild von dieser Tagescreme nochmal so verändert, weil ich sie wirklich, wirklich gut finde. Von Balea habe ich dann dieses Duschsalzpeeling hier aufgebraucht. Das ist das Duschsalzpeeling mit natürlichem Meersalz, Kokosöl und Jojobaöl. Und ich hatte mich da wirklich sehr drauf gefreut, kann euch aber wirklich sagen, dass es mich leider nicht überzeugen konnte. Es war recht pflegend, also man hat das Öl in diesem Peeling sehr gut gespürt. Die Haut fühlte sich wirklich sehr, sehr weich danach an, fast schon feucht tatsächlich. Aber der Duft hat mir wirklich so gar nicht zugesagt. Ich bin so ein großer Fan von Kokos und es riecht so auf den ersten Eindruck, riecht es auch nach Kokos. Aber wenn man diese geballte Masse dann auf dem Körper verteilt, riecht es super stechend irgendwie und auch eher fruchtig, aber hat so einen ganz komischen anderen Geruch noch. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und der Duft ist dann auch noch so langanhaltend gewesen, dass ich den ganzen Tag über gerochen habe und fast wahnsinnig geworden bin. Ja, von Essence habe ich dieses All About Matte Puder aufgebraucht, oder All About Matte Puder. Das ist die rosafarbene Variante davon gewesen. Die wird natürlich auch einfach durchsichtig auf der Haut und verschmilzt auch ganz gut mit der Haut, macht die Haut wirklich ebenmäßig. Es ist allerdings nicht so langanhaltend. Also man muss schon recht oft nachpudern. Ich habe Puder, die wirklich einen sehr starken Effekt haben, die auch das Make-up einfach sehr, sehr langanhaltend machen. Das ist vollkommen in Ordnung, aber jetzt eben nicht super krass haltbar machend. Von Garnier habe ich ein neues Micellenwasser aufgebraucht, und zwar das All-in-One Micellenwasser. Wasser. Das enthält Kornblumenwasser und Gerstenwasser aus biologischem Anbau. Ist auch diese Garnier Bio-Reihe hier. Der Duft ist wirklich sehr, sehr stark, auch recht stechend, aber angenehm. Also riecht nach so einem Wellness-Moment, würde ich sagen. Das Wasser ist auch sehr, sehr feucht und ich fand, es hat auch wirklich gut das Make-up abbekommen. Die Haut fühlte sich sehr frisch danach an, also dagegen kann ich tatsächlich auch nichts sagen. War auch gar nicht so aggressiv, wie ich dann dachte, dadurch, dass es ja so stechend ist, dieser Geruch. Aber war wirklich eigentlich ganz sanft zur Haut. Ah ja, ich sehe auch gerade, das ist auch ein Produkt für empfindliche Hauttypen. Von Hello Body habe ich diese Coco Clear Maske aufgebraucht. Das ist ja eine Detox-Maske, die ist ja auch sehr im Trend und auch schon sehr lange gehypt. Ich muss sagen, ich fand die am Anfang ziemlich gut. Die hat meine Haut allerdings sehr gerötet. Also sie ist recht aggressiv zur Haut. Es wurde immer gesagt, dass es normal ist bei Detox-Masken, dadurch, dass dieser Detox-Effekt sich eben in Rötungen auf der Haut zeigt. Der Geruch ist angenehm, also wie gesagt, ich bin ein Fan von Kokos, finde diesen Geruch auch wirklich schön. Das ist ein sehr schöner, natürlicher Kokosduft, der trotzdem sehr stark ist. Aber ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es doch der Effekt ist, den ich mir erhofft oder auch erwartet hätte. Es ist, wie gesagt, eine Maske gewesen, die die Haut recht stark ausgetrocknet hat, dementsprechend natürlich auch etwas gegen Unreinheiten getan hat. Das ist ja dann immer sinnvoll. Für empfindliche Hauttypen ist es aber wahrscheinlich wirklich zu aggressiv, diese Maske. Von Balea haben wir dann diese Handseife, Pure heißt sie, aufgebraucht. Mit Nordic Cotton ist die versetzt und die sieht auch einfach schon super schön aus. Also die ist aus dieser Luxusreihe sozusagen. Und wir fanden sie auch wirklich gut. Die Seife ist vollkommen in Ordnung, ist schön weiß, schön cremig und kann man nichts zu sagen oder nichts gegen sagen. Von Catrice habe ich dann außerdem die Glam & Doll aufgebraucht. Das ist aber diese neue Glam & Doll, die Wimpernserum enthält oder die gleichzeitig ein Wimpernserum darstellt. Also nicht nur die Wimpern schön verlängert und definiert, sondern auch wirklich langfristig verlängert. Ich muss sagen, ich fand die ganz toll. Also die hat meine Wimpern auch wirklich stark verlängert und auch wirklich gut definiert. Diesen langfristigen Effekt habe ich jetzt nicht unbedingt bemerkt. Der Effekt der Mascara ist auf jeden Fall genau der gewesen, den ich brauche, und zwar wie gesagt Länge und Definition. Natürlich habe ich auch wieder mein Garnier Micellenwasser aufgebraucht. Ja, das ist das 3-in-1 Micellenwasser gegen Unreinheiten und das zeige ich euch auch immer wieder. Es ist für fettige und zu Unreinheiten neigende Haut geeignet. Es bekommt mein Make-up super ab und es hilft bei mir, wie gesagt, immer noch gegen Unreinheiten. Ich finde es einfach toll. Auch Augenbrauenstifte habe ich wieder aufgebraucht, und zwar einige, wie ihr hier seht. Das sind zum einen die Catrice Augenbrauenstifte. Die habe ich auch wieder in zwei Farbtönen aufgebraucht. Ihr wisst ja, dass das hier eigentlich, also diese Farbnuance hier, meine liebste ist, beziehungsweise am besten passt. Das ist die
Nuance 30 oder 20. Aber die ist super oft ausverkauft, dass ich dann ab und zu mal auf die 10er-Variante hier zurückgreife. Die ist allerdings etwas zu hell, mag ich trotzdem ganz gerne, weil diese Stifte einfach sehr, sehr weich und wachsig sind, gut pigmentiert sind, wasserfest sind. Also sie halten bei mir auch wirklich den ganzen Tag und ich arbeite damit so, so gern. Aber auch von Make-up Revolution habe ich diesmal einen Augenbrauenstift aufgebraucht. Das ist auch einer mit dieser sehr präzisen Spitze. Der ist leider nicht ganz so weich und wachsig wie diese Catrice Augenbrauenstifte und ist auch dementsprechend nicht so gut pigmentiert. Also man muss recht doll aufdrücken, dass da auch wirklich Farbe von auf die Augenbrauen kommt. Also irgendwie nicht mit diesen Catrice Augenbrauenstiften unbedingt vergleichbar. Eine Maske habe ich auch noch aufgebraucht, die habe ich euch auch schon gezeigt in einem Video. Die habe ich auf YesStyle bestellt. Das ist eine After Shower Look Maske, also eigentlich eine Hydrogel Maske, eine Tuchmaske, die sich sehr schön wirklich der Gesichtsform anpasst und auch super viel Feuchtigkeit spendet. Die sorgt für einen richtig schönen Glow und ich glaube, das ist wirklich vor allem was für sehr trockene Haut, weil dieser Glow auch sehr, sehr lange noch auf der Haut sichtbar ist. Eine weitere Seife, die wir aufgebraucht haben, ist diese hier von Natural Basics. Das ist eine Seife, die nach Sweet Chai und Lavendel riecht. Und auch die war vollkommen in Ordnung. Die war vom Geruch auch eigentlich ganz angenehm. Da ist recht viel drin, also mehr als in dieser Balea-Seife, die ich euch gerade gezeigt habe. Hat dementsprechend auch wirklich lange gehalten. Sieht auch vom Design her schön aus, also auch da kann ich nichts gegen sagen. Von Nivea habe ich dann hier noch die Micellen-Reinigungstücher aufgebraucht. Das sind die 3-in-1 Micellen-Reinigungstücher. Ich fand die in Ordnung, die sind sehr feucht, was ich an Reinigungstüchern immer ganz gern mag. Ich weiß allerdings nicht, ob die meine Haut so gut vertragen haben oder ob meine Haut die so gut vertragen hat. Und das Make-up bekommt man in Ordnung damit ab. Also nicht so gut wie mit Micellenwasser oder so, aber es ist in Ordnung. So, und dann habe ich hier noch ein Volumen-Shampoo aufgebraucht von Langhaarmädchen, obwohl ich dazu sagen muss, auch das habe ich wieder Willi gegeben. Das hat bei mir nämlich wirklich verursacht, dass meine Haare so schnell nachgefettet sind. Ich konnte es nicht benutzen. Ich habe auch diesen Volumeneffekt wieder nicht gemerkt. Wie gesagt, fand auch, dass der Ansatz nicht besonders fluffig oder frisch danach war. Willi fand das Produkt allerdings ganz in Ordnung. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.